Surprise, I'm back. Oh, weia. Okay, anscheinend invaden wir und... okay, Ash ist wieder da. Ja, schon Doran's Blade, Bro, aber okay. Dann halt Doran's Shield gegen MF Nautilus. Alles klar. Alles klar, Bro. So, wir invaden ohne Leon... ohne Leon Syndra, oder was? Ja, das ist ein Schmutz-Invade. Okay, reicht schon. War doch kein Schmutz in Welt. MF Flash. Wunderbar. Okay. Let's do this, Leute. Let's do this. Komm. Komm. Let's go. Gute Runde spielen jetzt. Ne, gute Runde spielen. Botlane müsste eigentlich schon einigermaßen gewonnen sein. MF kein Flash. Die haben die Lane-Kontrolle jetzt schon Level 1. Ich denke, Thalia wird sich fokussieren, also überwiegend auf Botlane fokussieren. Das heißt, wir können Toplane chillen. In dem Matchup sollten wir die Räder wieder pushen lassen. Haben wir letztes Game auch gesagt, haben wir nicht gemacht. War fein. Vielleicht ist es hier auch fein, aber... eigentlich wollen wir uns mit Jax meistens einpushen lassen. Oder wir hard pushen halt die ersten paar Waves. Das können wir auch machen. Okay, wir committen. Oh, Autotech abgebrochen. Scheiße. Scheiße, das war nicht gut. Komisches Game bisher. Sie hat 4 Stacks. Hat alles verloren wieder. Wunderbar. Wird jetzt Level 2. Ich aber auch. So, da haben wir einen Kill, oder? Okay. Flash. Vielleicht war es unnötig zu flashen, aber war fein. Okay, Rela hat keine E. Lee gibt mir Cover, sodass ich die Wave reinpushen kann. Perfekt. Dann holen wir uns einen Doran's Blade und einen Longsword. Wir wollen die Wave in den Tower bringen. Schaffen wir aber irgendwie nicht. Lee ist am Fighten, Lee ist tot. Scheiße. Der Hell. Lurox am Minden. Fuck. So Leute, das Problem ist, dass wir TP'en müssen, weil die Wave so scheiße steht. Aber das ist fein. Alles gut. Oh mein Gott, das ist so sad. Ready for battle. Wunderbar. No. Schade. Aber die Wave steht halt immer noch sehr gut für mich, ne? Wir werden hier Irelia sehr viel denyen können. Und wir gewinnen auch das 1 gegen 1 ziemlich hart. Haben halt eine fette Item-Advantage, Leute. So, Ken Minion. So, XP haben wir denied. Wunderbar. Die klärt den Ward. Ach, alles gut, Leute. Wir freezen hier weiter die Wave. Aber die ist Slow Push jetzt, glaube ich, gleich. Ja, die Slow Push jetzt. Gut, dann bilden wir einen Slow Push. Gehen wir Base und holen uns Schienen. Oh, das ist doch sehr juicy hier, was hier passiert, Alter. Mein Team ist einfach am Checken, dass ich einen Slow Push habe und wir hier einen Dive machen können einfach. Oh mein Gott. Ach, wunderbar, Leute. Wunderbar. Das ist doch hier super juicy, Mann. Das ist doch richtig, richtig, richtig juicy LP. So, hier Boots und Sheen. Ab dafür. Ach ja. Oh, weia. Sie fucking... Gott, Alter, diese Ash-Performance. Och, nö, da wird der... Oh mein Gott, der Bruder überlebt, okay. So, meine Botlane wird weiter weggedived einfach. Okay, Irelia ist am Enden. So, was mache ich mit der Wave? Ich freeze die einfach. Top ist halt so over, ne?
Mein Team muss eigentlich nichts machen. Ich muss halt trotzdem scalen, Leute. Ich kann jetzt nicht wegtippen oder meinem Team irgendwie helfen. Ich muss weiterhin für mich spielen. Und weiter hier die Irila denyen. Selber weiter farmen. Deswegen freezen wir hier Toplane jetzt einfach. Aber ab Level 6 müssen wir aufpassen. Da macht die Irila actually guten Damage. Da dürfen wir unsere E nicht failen. Aber Ash Int ist da auf alle Fälle, Leute. Der Ash Int ist da. Aber wir können die bestimmt tragen in dem Match. Aber mein Jax wird besser, Leute. Mein Jax wird langsam echt gut. Das fühlt sich natürlich immer sehr gut an, wenn man einen Champion viel spielt und... Und man so langsam merkt, dass man besser wird. Ja, aber Toplane ist halt trotzdem noch sehr, sehr over. Ja. Nice Damage. Also wegtippen tue ich nicht. 100 pro. Ich mache hier einfach weiter. So, Team will diven. Können wir machen. Die beantworten das aber gut. Gerade Irila läuft Botlane. Okay. Boah. Da wurde jemand gerade... Scheiße. Das Game ist lang noch nicht gewonnen, Leute. Aber lang noch nicht. Ja, ich versuche einfach so viel Plates zu bekommen, Toplane wie möglich. Ich habe auch bei Triforce, ich denke, Irila ist Base. Wird uns jetzt hier wieder Platings geben. So. Versuche die ein bisschen zu cheesen. Lol. XD. XD, Leute, XD. Ja. Wir sind gut am Smurfen in dem Game. Okay, Dive sollte drin sein. Ah, nee. Wir gehen das Risiko nicht ein. Wir gehen einfach basen, Leute. Komm, lassen wir es einfach. Komm, lass einfach keine Scheiße bauen. Wir haben einen Kill bekommen. Wir haben 2,3k Gold. Komm, gehen wir einfach den Base holen, holen uns den Nidhubby, damit Zed uns nichts mehr machen kann und ja, spielen wir es ein bisschen sicherer alles. Ich muss das Game in die Hand nehmen, Leute. So eine Plate ist, glaube ich, noch drin. Ein Auto-Attack einfach. Actually, wir haben First Tower, nice. Irgendjemand war bei Crab. Okay, was macht jetzt die Irelia? Okay, wir pushen Mitte, Leute. Wir spielen weiter für Plates erstmal. Sobald wir noch ein paar mehr Items haben, können wir dann ein bisschen mehr machen. Okay, Joke. Ich muss... Nee, ich renne nicht Botlane. Okay. Wait, ich habe das Plate nicht bekommen. Oh mein Gott, ein HP. Willst du mich verarschen? Die muss mich respektieren, die Talia, by the way. Alter, dass ich das Plate nicht bekommen habe, ist ja so sad. Dann machen wir einfach Red und Golems und Top Wave oder so. Gönne ich mir einfach alles, weil Lee ist Botside gerade. Und wäre, glaube ich, nicht so optimal für ihn, Topside zu laufen. Wenn der Dragon spawnt in 1.20. Aber wir farmen einfach weiter. So, vielleicht einen Kill holen hier. Ja. Basen. Sterix holen. Was die Erste macht, ist ja auch echt super toll. Ja. Okay, er ist natürlich tot. Hat fast das 1v1 gegen Irila gewonnen, tatsächlich. Krass. So, wir stacken unsere Passive, Leute. Falls sie contesten wollen oder so, sind wir ready. Okay, Set. Müssen wir raus. Starks
Wurde geprockt. Und ich weiß nicht, ob es Set Ulti hat. Ich glaube, ich hole mir einfach ein Base. Ich gehe jetzt das Dance übrigens, Leute. Okay. Oh no, ich hab geintet. Oh no, ich hab geintet. Okay, wenigstens. Ah, obwohl. Ah, Rida ist wieder back im Game. Ah, no, 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 no. Mich da hooken lassen ist nicht gut, Leute. Mich da hooken lassen ist nicht gut. Mich da hooken lassen ist nicht gut. Irgendwie sind alle ein bisschen useless, außer ich. Im Team gerade. Aber das ist super, super geil, dass unser Lee den zweiten Dragon da gestealt hat. Ich muss jetzt, glaube ich, einfach mit meinem Team schauen. Okay. Okay, alle Ultis raus von denen jetzt. Ich brauche unbedingt Lifesteal. Ist kein Objective Hub, Leute, by the way. Ich laufe Toplane. So, wir nehmen uns allen CS, den wir können, Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie ich das einfach nicht gecheckt habe, das war bad. Alter, wenn ich da darauf instant reagiere, ne? Fuck, sorry, Sarah. Scheiße, das hätte so free sein können. Holy shit. Ich bin mir immer nicht sicher, ob ich die Wards usen sollte, wenn ich Jack spiele, weil das ist ja auch eigentlich ein Escape-Tool von mir. Aber gut, die laufen alle Topside. Und wollen mich irgendwie catchen. Die können keinen Dash machen, glaube ich. Oh, die sind actually am Dash machen. Ich kann es nicht fassen. Die werden alle sterben. Jetzt noch ein Ash Arrow, Bro. Okay, das müsste free sein. Also können wir nicht verlieren. Okay. Hätte ich besser spielen können. Ich hätte MF direkt killen können. Und ja, ich habe aber trotzdem zwei Leute mitgenommen, ne? MF und Nautilus. Oh. Boah. Ja, Mann. Oh. 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 Ash. Ash. Oh mein Gott. Okay. Dragon ist ab. Oh mein Gott. Ich bin so disgusted. The fuck macht die Ash? Das ist ja richtig eklig. Okay, geh mal rein. Scheiße. Oh, Überschmutz, Überschmutz. Scheiße, Mann, scheiße. Die können mich einfach one-shotten. Wenn Nautilus Hook trifft. Wenn Nautilus Hook trifft. Oh, Mann. Fuck, das ist Nash. Ja. Ich glaube, ich komme da nicht hin, oder? Okay. So, Leute, bald ist Würfel-Q, ne? Aber ich bin noch in-game. Oh, fuck. Ich weiß nicht, warum wir da versucht haben, irgendwas. Also, das Game geht irgendwie gerade ein bisschen bergab. Ja, der Nautilus macht einfach so fucking hard 1v9. Goddammit. Es ist halt immer Nautilus Hook in Totalia W, wo ich sterbe. Also muss ich einfach nur den Nautilus respektieren, ne? Das ist das Einzige, was ich tun muss. Ja, aber ich habe halt hier keine Hilfe, ne? Ich kann nicht für den Tower gehen, oder? Nee, Mann. Ich habe keine Info. Können hier alle sein, ja. Unser Bot ist tot. Spielt legit wie ein Bot. Ne, Syndra tot. Ja, ich glaube, das Game
Ist hart, ne? Das Game ist hart. Ist noch nicht verloren, aber es ist hart. Sehr hart. Also, das Problem ist halt, lohnt sich die Pin für Rede? Ah, whatever, whatever. Wir gehen jetzt hier. Leute. Die farmen mir ein bisschen zu viel hier. Natürlich smart spielen mit unserer E, ne? Wird hier versuchen wegzuspringen. Da kommen wir nicht ran, wenn sie Flash hat, ja. Okay. Cool, 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 cool. Cooles Game, by the way. Cooles Game. Macht Spaß. Okay, MF habe ich noch bekommen, aber ich weiß nicht, wie viel ich noch machen soll. Also, keine Ahnung. Ich habe gerade drei Leute allein gekillt. Ich habe gerade legit drei Leute allein einfach genommen. Allein. Da, anscheinend muss ich Gargoyles gehen, weil wir haben, keine Ahnung, wir haben auch keine Frontline. Hey, Naga! Oh mein Gott, Alter. Okay, Ash ist ein eBay. Ash ist legit eBay. Ash ist legit eBay. Ich habe halt eine ganze MF-Ult abbekommen, ne? In dem Fight. Und Z-Ulti und was weiß ich noch alles. Wir können halt alles for free auf mich hauen, weil wir haben halt kein AD-Carry, so. Wir haben keinen Damage. Nur der von mir und Syndra. Und der reicht halt nicht aus. Alles wieder auf mich. Z-Ulti, MF-Ulti, Nautilus-Ulti, alles auf mich. MF-Flash. Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss Gargoyles gehen, Leute. Ich glaube, ich muss Gargoyles gehen. Okay, das war ein Intro von Nautilus wenigstens. Aber Ash ist doch legit ein eBay. Alter, wenn Ash kein eBay ist, dann weiß ich auch nicht. Wieso hat Z den Tower Shot nicht bekommen? Ich bin ab in 10.